Logisches Say-Ho, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trowers. Und Leute, bevor wir jetzt loslegen, wenn ihr mehr davon wollt, wisst ihr, was zu tun ist, slayt den fetten logischen Daumen nach oben durch. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, slayt den Abo-Button durch und drückt die Glocke an. Ihr könnt euch sicher denken, was wir jetzt machen. Wir fliegen jetzt erstmal zu Coppers Base. Ich gehe wieder in meine Base. Also wir fliegen zu Coppers Base, damit ich in meine Base gehen kann. Ja, ist total weird. Jetzt ist meine Base theoretisch direkt bei Copper. Also, zu meiner Verteidigung, man hat sie nicht direkt gesehen, ja? Und ich habe jetzt auch nicht die größte Sichtweite drinne, weil ich wegen dem Modpack ein bisschen die Sichtweite runtergestellt habe, weil es schon ein bisschen Leistung zieht. Wir haben ja sehr viele komische Mods hier drinne. Und wisst ihr, da will ich lieber flüssiges Minecraft haben als eine 32er Sichtweite. Wir sind ja jetzt gleich da. Dann habe ich meine Base wieder. Das ist alles, was zählt. Erstmal durchatmen. Ich hatte wirklich letzte Folge, muss ich sagen, übelste Panik, dass es so für mich gelaufen ist. So, ich hatte keine Base mehr, ich hatte nichts mehr. Theoretisch hängt an der Base meine Essensproduktion, meine Farbstoffproduktion, die ich hätte jetzt auch wieder aufnehmen können, weil ich habe ja zum Glück rote Beete noch gehabt oder ein bisschen was hat er mir dagelassen. Ach, da ist meine Base. Oh Gott. Die sieht nicht annähernd, also wirklich nicht annähernd so gut aus, wie sie vorher aussah. Was ist das denn jetzt? Bin das ich als Baum oder als Pilz? Oder ich als blauer Lauch mit einem Afro? Sie ist halt 1:1 hier. Alles in den Kisten. Alles ganz, ganz normal. Er hat nichts weggenommen. Mein Käse ist fertig. Oh, yes. Und ich fülle euch alle wieder auf. Ach Gott, perfekt. So, ich trage jetzt in Zukunft immer ein bisschen mehr Essen bei mir. Zum Glück hat er die Base nicht innerhalb seiner Turrets aufgebaut. Was er hätte auch machen können, er hätte einfach einen Turret genommen und in meiner Base platziert. Dann wäre es das gewesen für mich. Ja, zumindest ist meine rote Beete fertig. So, lass mich das alles mal hier reinpacken. Hatte ich nicht hier irgendwo noch Erfahrungsfläschchen? 33. Pff, läuft bei mir, weil ich so oft sterbe. Wisst ihr, dann starte ich jetzt bald so eine kleine Verschönerungsaktion hier. Ah, hier habe ich auch noch eine ganze Menge Cleanstone. So, hier rein, da rein. Den lagere ich erstmal hier zwischen. Weil dann baue ich meine Insel wieder genauso schön auf, wie sie vorher war. Weil was er hier gemacht hat, absolutes Desaster. Was soll denn das sein? Das ist doch keine fliegende Insel. Das ist einfach nur ein Klotz hier oben. Ja, ich werde meine Base wieder verschönern. Leute, macht euch da auf was gefasst. Bettine Wittler, Schrägstrich, Logo ist wieder Pack am Start. So, wie viel Kohle habe ich noch? 36, damit komme ich eine Weile über die Runden. Den Baum lasse ich hier stehen. Die anderen Bäume hier muss ich erstmal abbauen, damit ich hier erstmal wieder ein bisschen Platz habe. Starte ich das jetzt direkt in der Folge? Ich könnte es eigentlich jetzt in der Folge starten, ne? So, habe ich nicht irgendwo noch eine Axt gehabt? So, das können wir alles mal hier reinpacken, ne? So, ich muss die Bäume hier nämlich noch fällen. Und was auch auf meiner großen Agenda-Liste steht, worauf mich die Leute auch nochmal hingewiesen haben, dass ich das unbedingt machen soll. Ich soll mich mal mit dieser Roboter-Mod auseinandersetzen. Als ich das in der Folge mit Stylix angesprochen habe, ist wohl bei euch die Vorfreude gestiegen, dass ich mir das Gehirn rausschneide. Leute, da kann man nichts mehr rausschneiden. Ihr wisst ja jetzt, die letzte Folge habe ich aus meiner anderen Base gelebt. Ja, und jetzt habe ich meine alte neue Base wieder. Und meine alte neue Base ist ja jetzt am anderen Ende der Welt jetzt. Die Frage ist halt, ich habe zwei Pläne für meine Base. Einerseits jetzt der neue Plan, dass ich meine Base wieder etwas verschönere. Die hat nämlich durch den Umzug ganz schön gelitten. Also, ich schließe jetzt mal komplett aus, meine Base wieder zum ursprünglichen Ort zurückzubringen, ja? Das ist damit jetzt ausgeschlossen. Das Ding, was ich jetzt aber eher probieren will, ist, die Insel hier zu verschönern und dann noch den eigentlichen Plan anzugehen, den ich damit vorhatte. So, die rote Beete hier ist auch schon wieder fertig. Ich muss auf alle Fälle mein rote Beetefeld vergrößern, denn ich brauche mehr Farbstoff. Das bedeutet, ich werde mir jetzt wahrscheinlich hier unten ein rote Beetefeld aufmachen. Habe ich eine Schaufel? Ja, die hält zwar nicht mehr lange, aber sollte passen, ne? So, meine Feldhacke. Wo habe ich die? Die habe ich hier. Lasst mich da schnell mal noch aussortieren. So, das packen wir hier rein. Eis brauche ich nicht direkt. So viel Käse brauche ich jetzt doch. Nee, jetzt ist ja erstmal safe. Am Ende der Folge, wenn ich es nicht vergesse, nehme ich es wieder raus. Oh, und wie funktioniert das nochmal? Ich glaube, wenn man daraus einen ganzen Dingfeld da zusammenbastelt. Genau, ein so ein rohes Rubber machen. Perfekt, dann kann ich die nämlich auch noch zum Brennen hier reinpacken. Perfekt, dann wird das mindestens fertig gemacht. Feldhacke habe ich nicht. Oh, ich wäre jetzt fast wieder runtergelaufen ohne meine Feldhacke. So, komm her. Also ich weiß nicht, wie weit ich jetzt komme. Ich werde jetzt gleich erstmal meine Base wieder ein bisschen verschönern. Haben die das Geräusch geändert? War das schon immer so? Oh, schon lange keine Feldhacke mehr benutzt. Oh, pam, pam. So, das sollte für den ersten Quader reichen. So, ich brauche mehr rote Beete. Mehr rote Beete, los! Okay, straight wieder nach oben. Ich guck mal, ob ich irgendwo noch rote Beete-Samen habe. Oder waren das alle? Ich glaube, es waren alle. Mehr habe ich nicht. Ich könnte ein bisschen Zuckerrohr anpflanzen. Okay, dann mache ich das. So, dann pflanzen wir hier einfach mal noch ein bisschen Zuckerrohr an. Pum, pum.
So, ich könnte hier theoretisch noch ein anderes Feld aufmachen. Hier unten drunter habe ich auch noch Pläne. Leute, ich habe so viele Pläne für Trollboss. Ich werde richtig... Könnte ich hier mal hochkommen? Ich habe so viele Pläne, ich werde richtig loslegen, ne? Haben die hier oben Wasser? Ja, da ist Wasser drunter, oder? Ja, doch, hier ist Wasser. Es fließt nur nicht weiter, aber es reicht, um die Erde hier nass zu machen. Okay. Käse auch schon wieder fast fertig. Leute, ich möchte meine Cheesemaker aufstocken, so dumm das klingt. Ich habe eh noch genug Cobblestone. Ah nein, ich habe gar keinen Cobblestone mehr. Den habe ich ja jetzt komplett gebrannt. 7 Cobblestone brauche ich pro Cheesemaker. Und ich würde mir gerne noch ein paar mehr Cheesemaker machen. Einfach aus dem Grund, man kann nie genug Käse haben. Ja, das, Käse ist die Antwort auf alles, verdammt. Ah, Leute, ich habe eine Idee, was wir die Folge auch noch machen können. Wie heißt denn das? Block... da ist er. Der Blockbreaker. Eine Diamantspitzhacke, Eisen, Redstone und Cobblestone. Oh, lass mich mal schnell was schauen. Gott, verdammte Scheiße. Hier. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich glaube nicht. Ich werde eine neue Spitzhacke machen müssen. Okay, man braucht dafür also eine intakte Spitzhacke. 1, 2, 3. Und Cobblestone. So, der Blockbreaker ist fertig. So, jetzt müssen wir noch die ganze Maschinerie darum aufbauen. Das hat Copper in der letzten Season gemacht. Wie genau ging das jetzt nochmal? Ich glaube, unendliche Lavaquelle. Da muss ich erstmal irgendwo Lava auftreiben. Es ist sowas ähnliches wie ein Trichter. Ah, darf ich jetzt wieder alles durchgucken, bis ich das finde. Man kann sich einen Ventilator machen. So, was brauche ich da für Holz? Wow! Alter Schwede! Wow! Junge, das ist ja geisteskrank. Er kann auch ansaugen. Okay, ich möchte aus. Okay, alles gut. Wir suchen weiter nach dieser komischen Vakuumröhre. Aha, oh, Block. Vakuumröhre. Ich rufe Copper an. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit leider nicht erreichbar. Das heißt, es ist eine Mission, die ich alleine weiterführen muss. Ich habe eine simple Idee, wo ich ganz schnell Lava herbekomme. Ich gehe jetzt einfach in die Hölle. So, wo ist mein Haustier dafür? Hier. Was brauchst du? Obsidian-Klumpen, ne? Oh, nee, hab ich gar nicht. Dann sitze ich für immer in der Hölle fest, wenn ich das jetzt vergeige. Als ob ich keine Obsidian-Klumpen habe. Na klar hab ich welche. So, jetzt geht's. Ab in die Hölle. Okay, erster Besuch in der Hölle. So, ich brauche einfach jetzt nur Lava. Mein Inventar war voll. Wartet mal, ich gehe mal kurz wieder zurück. Ich hab viel zu viel Müll dabei. Das kommt noch hier rein. Ein bisschen Cobblestone kann ich hier oben reinlagern, aber ich werde nicht alles los. So, dann hier die Samen, hier ein bisschen Käse. So, das Wasser muss dann einen nach unten fließen. Funktioniert das, wenn ich hier unten jetzt... Ah, ich habe keinen Platz nach unten. Oh, dann muss ich da jetzt eine Kiste dran packen. So, passt auf. Oh. So, dann kann man hier mindestens kurz drauf fliegen. Okay, dann machen wir jetzt diesen Blockbrecher. Aber ich muss den, glaube ich, aus der Richtung auch aufbauen, wie ich ihn platzieren will. Dann muss ich hier die Lava kurz nochmal rausnehmen. Dann müssen wir das hier mit einer Redstone-Schaltung ansteuern. Ich brauche 2 Repeater. Oh, ich dachte mal, da ist ein Kopf an der Scheibe. Nee, das ist einfach nur Coppers Base da hinten. Okay, das heißt, wir machen uns jetzt erstmal 2 Redstone-Fackeln. Die kommen hier in die Mitte. Stein brauche ich dafür. Und was habe ich falsch? Ah, ich brauche 2 Redstone-Fackeln für einen. Okay, kein Problem. 1, 2, 1, 2. Und 1, 2. Wir machen das erstmal aus. So, ganz einfach. ich muss den Takt runterstellen. Dafür brauche ich ein paar mehr Repeater. Zack, zack. Machen wir ein paar mehr Sticks, weil ich brauche jetzt eh noch ein paar mehr. So, wie viele brauche ich denn jetzt grob? Machen wir einfach mal... Machen wir mal 10 so eine Fackeln. Damit sollten wir hoffentlich ein bisschen hinkommen. Ich habe gar nicht genug Cleanstone. Dann machen wir mal Folgendes. Da ich das hier eh noch eine Weile beheizen muss, packe ich hier mal ein bisschen die Lava-Eimer rein. Und dann machen wir Folgendes. Wir müssen die hier noch auflösen. So, ich weiß nicht, ob das jetzt zu lang ist, aber wir können es ja gleich testen. Ich brauche eine Fackel, um das zu zünden. Ich bin wieder ein Profi. Ich habe meine eine Fackel vercraftet, die ich vorhin gebraucht habe. Können wir wirklich noch eine komplette Reihe streichen. So, probieren wir es nochmal. Aber da müssen wir hier nochmal ein bisschen was umkonzipieren, damit ich nicht mehr das Redstone abbauen muss. Dann mache ich das so, dass ich da noch eine zweite Schaltung ranbaue, die das Redstone aktiviert. Okay, dann muss ich das einfach noch einmal nach hinten verlagern. Ich mache das jetzt fertig für die Folge, bevor ich jetzt hier irgendeine Baustelle aufmache, die ich wieder 20 Folgen nicht beende. So, das heißt, das hier wird gestrichen, das hier wird da weggemacht. Dann müssen wir noch eine Schicht weiter nach hinten. Einmal bitte aktivieren. So, dann läuft die Glocke auch wieder. Und jetzt machen wir Folgendes. Um das zu aktivieren, zu deaktivieren, kann ich mir überhaupt einen Sticky Piston machen? Schade, ich habe leider nicht genug Materialien dafür. Ich habe halt keine Slimes. Dann bleibt es jetzt erstmal dabei. Aber wir machen das anders. Wir machen das, nehmen den Cobblestone raus und wenn ich offline gehe, mache ich das nämlich nochmal an. Da kannst du nämlich die ganze Zeit arbeiten, um mir Bruchstein zu fabrizieren.
Denn ich brauche jetzt eine ganze Menge, um meine Base wieder zu reparieren. So, dann packen wir hier den Bruchstein rein. Da kann er nämlich brennen. Heilige Scheiße. Obsidian safe. Ich habe jetzt viel geschafft. Ich lagere das jetzt erstmal alles ein. Ich habe viel bewegt in dieser Folge. Ja, ich habe den Blockbreaker fertig gemacht. Der wird mir Cobblestone farmen. Wir können mal schnell noch nach der roten Beete farmen. Gucken hier unten. Ah, okay, da hat sich mindestens eine rote Beete getraut zu wachsen. Es geht voran, okay? Yo, das zu dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns die Tage wieder. Bis dann, bleibt ihr logisch. Haut rein und logisches Cheerio. Ciao.